So. Ach, so Kubi wieder hier. Na, was ist denn da? Machen Sie schon. Wollen wir uns abwechseln, mal kein Problem. Das mal zu bewerkstelligen hier. Okay, kommt noch mehr. Oh, da müssen wir aufpassen. Hä? Ja, so viel, da muss man wirklich ein bisschen. Wo ist der jetzt? Ja, den angeschlagen haben. Da. Was ist jetzt? Jetzt läuft er wieder da. Laufen die wieder so, wie sie waren? Kann ich wieder den zuerst nehmen. Also vielleicht soll man das mal machen. Damit wir da allgemein ein bisschen mehr Schaden machen. Ja. Scheint ja da ordentlich was zu bringen eigentlich. Ja. Das bringt wirklich was, ne? Muss ich echt dafür einen nehmen, weil ich wieder zu viel wollte. Da hatte ich nämlich eigentlich schon alles geregelt. Das ging wunderbar. So, jetzt kann man hier Tell nehmen. Tell hat jetzt... kriegt einen weiteren. Sonst hat es aber nichts, leider. Okay, was braucht denn Tell? Tell braucht... auch ein bisschen mehr Bild. Wo ist denn die Resistenz gegen Magie? Was war das eigentlich? Ich brauche Perception, genau. So, nehmen wir mal Perception. Und Luck nehme ich auch noch. Perks haben wir nicht. Aber das, die Voraussetzung jetzt auf jeden Fall schon mal geschaffen. So, nehmen wir hier noch. Das müsste ich vielleicht öfters mal einsetzen, aber... Heilung ist eigentlich wichtiger, ne? Wenn man so betrachtet, ist Heilung wichtiger. Ich glaube, ich nicht den doch trotzdem machen sollte. Disruptive Cry, damit wir ein bisschen mehr Flächenschaden machen. Ja. Weil da scheint ja ein bisschen was zu bringen. Boah, Tränke. Uiuiui. So, aber hier sind wir deutlich besser jetzt reingekommen. Ich gar keine Anzeige hier, wo ich langlaufe. Interessant. Sieht ein bisschen komisch aus, aber naja. Schildkröten. Ja. Weil ich habe ja kein Problem darzustellen. Im Vergleich dazu. Die sind kein Problem für uns. Die machen nicht so viel Schaden, die treffen uns kaum. So. Den konnten wir die jetzt schnell erledigen. Bringen wir mal jetzt hier rein. Was ist enough? To you this time. I am the master here. Immer wieder der Typ. Wir müssen ihn mehrmals an ihn übertreten. Jetzt sind wir diese Molster. Ich weiß der. Kann ich mal gucken, ob ich mit dem jetzt was beschicken kann. So.
Okay. Den auch. Ja. Zweiter ab. Warum das überhaupt funktioniert, was ich jetzt hier vorhabe, keine Ahnung. Ich greife alle auf einmal an. Aber wird schon funktionieren, ne? Wird schon klappen. So. So. Where have they vanished? Da sind wir alle weg. Haben wir jetzt hier sofort getötet. Wir haben ihn sofort getötet. Ich habe ihn jetzt irgendwie sofort erwischt, aber man kann ihn nicht töten. Ärgerlicherweise. Man kann ihn nicht töten, man muss ihn auch mal öfters verjagen und dann irgendwann kann man ihn töten. Beim letzten Mal. Wahrscheinlich. Wie so eine Eisenbahnlinie. Natürlich, ich meine natürlich Minenbahn, ne, logischerweise, aber. Katana, aha. Alles so schwer mittlerweile. Nuklear Mini-Charge, ja, nicht so schlecht. Und was ist denn noch? Das ist noch was. Geht man wieder nicht? Geht, oh, glaub ich, ihm ging das, glaube ich. Oh. Kann ich wieder nicht öffnen, oder was? Das ist typisch. Mal gucken. Ja. Dann kriegt er sie mich auch auf. Ja. Aber nur Geld drin, deswegen nicht so wichtig. So. Jetzt haben wir hier so. Mal gucken. Eigentlich müsste ich abwarten, aber. Ah. I'm the master here again! Super, war aber nicht so gedacht. Ja, jetzt steht dann wieder rum. Beta! Und Beta wird jetzt getötet. Was ist mit dem Torga? Ne, ewige Gegner da. Vielleicht sollen wir wieder hier unseren Siedenspruch hier einsetzen. Können wir eh eine Weile warten, also das ist nie das Problem. Mal selber heilen. Man wird ja so schnell aus dem Laden gehauen, ey. Das sind die übel. Das ist jetzt der schwere Teil des Spiels. Ja, der kann nicht mal raus. Der kann mit da nicht mal raus, ey, so wirklich. Nie mehr eine Chance gehabt. Ich muss da mit dem gleich rein. Aber ich muss erstmal Vader noch rauskriegen. Kann ich mit Tell machen? Probier ich mal. Dann mit beiden sofort wieder hierher. Ach du meine Güte, jetzt kriegt er gar nicht raus. Kannst du ja voll vergessen. Kriegst du gar nicht raus, ey. Immer jetzt kriegen raus. Weg. Ey, was verfolgt er mich jetzt? Aber was soll das? Lass das. Meine Güte, wenn man da wieder raus wird. Das sind ja nur diese
Moles. So. Die kann man auch so erledigen. Bringt zwei Erfahrungspunkte. Für Victor in dem Fall. Gott, oh Gott, oh Gott. So, Victor. Was braucht denn Victor? Victor hat jetzt Level 36. Das ist ja nicht nur eigentlich so einfach, muss man nur so sagen. Ah, nehme ich mal jetzt die hier. So, Handschuhe habe ich auch 35. Ich habe hier auch, hab hier bessere. Habe jetzt hier die Drachenrüstung. Die brauche ich ja auch. Als Victor. Brauche ich nicht alles. Protection 22. Nur noch viel besseres Zeug hier, Vorrat. Aber bei Tell und die auch 25er. Weil ich hier irgendwo noch eine Rüstung nicht mal anziehen wollte. Dann mit Level 37. Ein Schild für uns. Protection 25. Das ist mal besser bei ihr. Das wäre schon mal besser. Da mal allgemein bessere. 21. Dann müssen wir das mal ihren übergeben. Ihr Schild. Meine Güte. Krasses, krankes, krasses Zeug. So. Und was nehmen wir da? Intellekt oder was nehmen wir da? Was brauche ich denn überhaupt? Da gucke ich mal lieber, was ich da brauche. Intellekt brauche ich allgemein. Muss ich mal irgendwo was runtergehen, runternehmen. Dann nehme ich mal. Intellekt 82. Die können wir dann nämlich nehmen als Zweitwaffe. Sonst haben wir hier keine besseren Waffen. Gut, nehme ich mal so. Können wir auch den nehmen, wenn wir wollen, aber wollen wir natürlich nicht nehmen. So, Skillwalk. Alter. Stone Peak. Das übel. Okay. Leute, geh mal, mach den komplett auf 10 hoch. Versuche ich zumindest. So. Okay, jetzt können wir da mal hin hier. Da können wir irgendwie was beschicken. Das ist immer noch so ein Maul. Einmal weg. Wer wird da wieder angeschlagen, ey? Muss das irgendwie so wirklich schrittweise machen? Boah, wer kriegt denn aber mal alles ab hier? Haben wir jetzt auch erwischt? Wir werden jetzt wieder erledigt, die beiden. So. Ach du meine Güte. Vergiftet, das heißt, Leute, die sind schneller zu erledigen. Das ist gar nicht so einfach hier, was wir jetzt hier vor uns haben. So. Wir haben zwar einen erwischt, aber dafür werden wir von den anderen erledigt. Aber wir jetzt den nur noch den jetzt haben. Puh. Wie macht man das am besten? So.
Was denn? Da war ich versucht, alle auch am Leben zu halten, um da entsprechend dann die Erfahrungspunkte halt rauszuholen. Aber das ist nicht so einfach hier. Da müssen wir uns irgendwie ein bisschen anstrengen. So. Okay. Ja. So, und den weiteren erwischt. Einen weiteren tot. Kommen wir so wieder raus. Man kann auch da lang gehen. Ach, das ist gut zu wissen. Auch da lang gehen kann. Torga. Der Torga, wahrscheinlich werden wir noch zweimal begegnen. Dort, vielleicht auch noch hier. Sieht auch so aus, könnte hier auch noch sein. Also dreimal vielleicht. So. Aha, das ist also das Gift. Da hat man dann mal deutlich schwächer. Ah ja. Ich verstehe. Wenn man eigentlich damit ist man dann so beeinträchtigt. Gut zu sehen, ja, man dann wirklich ganz, ganz tief drin steckt in im Mist. Das ist ja richtig übel. Man hat doch deutlich weniger Lebenspunkte. Alles klar. This is living, freedom and beautiful girls. What else could I wish for? Okay, wir können natürlich hier lang gehen und wollen es mal probieren. Aber nun haben wir uns ja schon ein bisschen weiter vorgearbeitet. So. Die nächsten müssen ja kommen, ja. Komm schon. Das war eigentlich voll blöd. So. Wieder erwischt. Müssen wir ein bisschen wieder zurückziehen, ein bisschen. Was macht Waiter mit den Werten? Der hat dann auch gar nichts mehr. Ich darf auch die Waffe noch nehmen, ne? Das ist der Vorteil. Die Waffen darf man noch behalten. So. Wir haben nur drei. So, zwei eigentlich. Den. Eben noch zwei Evil Eyes und der. Und Torka. Ja, vergiftet ist, dass er deutlich geschwächt ist. Okay, nochmal das Ganze. So, ja. Machen wir mal den jetzt rumplatt. This is nothing but funny. Warum hat Tori eigentlich keine Waffe? Warum hat Tori eigentlich keine Waffe mehr? Das sehe ich nicht. This bastard vanished! Na, wie immer. Aber nur die. Ja? Komm schon. Noch den. Hätten wir den zumindest endlich mal. Jetzt kommt er nie mehr weg. Oh, das war hartes Stück Arbeit hier.
Uiuiui, das ist gar nicht so einfach mehr. Das ist gar nicht mehr so einfach. Da müssen wir jetzt schon ordentlich Mühe aufwenden, um hier. Hier weiterzukommen. Die Kämpfe beziehen sich jetzt wirklich in die Länge. Ich habe mittlerweile auch im Inventar was auffallen mittlerweile. Irgendwie versuchen irgendwie mal wieder rauszukommen. So. Okay. Okay, wir sind hier. This is my dungeon, any one of you will die. It's him again. Again. What's again? Wieso again? Verdammt, dann ist dieses Thema hier. This is nothing but funny. Okay. Doch, ich auch mal Geld werden, nicht für den. So, können wir einmal wieder um diese Assistenten und jetzt können wir wieder ihn erledigen. Weglings! Where have they vanished? Das wird auch lange nicht mehr lustig. Meine Güte! Was soll das hier? Wir sind doch schon wieder auf. Okay, treffen wir doch mehrmals noch. Der hält mich jetzt im Nachen, dieses Vieh. Vor allem, ich komme ja kaum gegen ihn an. Mit seinen zusätzlichen Leuten. Ah, so Kubi. Ja, können wir immer um den, was soll's. Okay. Treff ihn nochmal. Also, ihr ist aufgestiegen. Okay, auch kommt auch langsam hier hoch. Ian ist aufgestiegen. Na super. Kann ja wieder neue Sachen mitnehmen. Was brauchen wir denn? Wie sollte kein Stab mehr? Was soll das denn hier alles? Warum machen die keinen Stab mehr? Warum plötzlich die Waffen alle weg? Intellekt brauche ich 115. Dann muss ich mal hochgehen. Kann auch nichts anderes nehmen. Na dann. Oh. Kein ESP ist schwach. Aber brauche immer nur einen Punkt. Ach man, dann muss ich halt den nehmen, was soll's. Den haben wir schon. Da können wir gar nichts damit anfangen. Da hat mir das nichts gebracht. So. Das ist ganz gut. Das wird auch Mario besser. Und die Robe auch. Die Robe wird auch nach oben gebracht. So. Selber heilen hier. Und nochmal. Das ist in der Tat nicht so leicht für diese Verliese. Das ganze Spiel über war kein Problem. Und dann wären noch mehr Leute. Und hier kommen hier Evil Eyes. Und Schildkröten. Ja, kommen auch die anderen Viecher.
Aber auf einmal ist es nicht so gut. So Kubi ist auch. Okay. Halt ihn, mal wieder zuschlagen. Der muss mal geheilt werden. Kann ich aber nicht, ich muss das so machen. Er ist ja sofort wieder weg. Klar, weil er auch keine Abwehr hat, ne? Der ist sofort erledigt. Kann ich nur mit Tränken hier auffüllen, oder? Sofort wieder weg. Das gibt's ja gar nicht, der ist sofort erledigt. Kann ich nicht wehren, nix. So. Okay. Ich muss Tränke schlucken, schlucken, schlucken. Kann ich mal wieder gucken hier. Kriege ich hier einen Full Potion? Nee. Kriege ich hier nicht. Ein ordentliches Gebrauch an Tränken. Aber ich alle erwischt. Immerhin etwas. Aber das ist das übel, ey. Klar, es wiegt das aus wie langsam, aber spielt keine Rolle, doch eh kaum vorankommen. So. Ach so, meine Güte.